eigentlich auf Sende? Da muss ich Heute ist Mac zu Gast. Du hast hoffentlich einen Freestyle vorbereitet, oder? Immer, natürlich. Da muss ich aber ernährungsbedingt ein bisschen umdenken jetzt als Gewohnheits. Meine Damen und Herren, jetzt brennt Ihnen gleich der Brenner durch zu Hause vor den Empfangsgeräten. Dendemann und die Freie Radikale, herzlich willkommen zum Neo-Magazin. Oh, jetzt tu mal nicht so, als würdest du den Typ nicht kennen, denn genau wie du bin ich nur einer von den üblichen. An Omega-Gewohnheitstier, hacke nachts 2-3 Bier, und wenn mir ne Scheiß entfällt, schreib ich's dann aufs Klopapier. Ich propagier das Gute an der Angewohnheit. Experimente halte ich mir schon lange vom Leib, denn es ist ganz egal, wie schlank, jung und schön du bist, weil in diesem Land nur der Stammkunde König ist. Das geht an alle Groß- und Kleinunternehmer, die ahnen, was ich brauche, schon auf 200 Meter. Das geht an Tabakhändler und an Kioskbesitzer. Das geht an Currywurst, an Burritos und Pizza. Das geht an zweimal die Blauen und eine Packung von den Leichten. Die Tage können sich ja in genauer Betrachtung schon mal gleichen. Und so wird es bleiben, denn die Tradition hat schon Zeit. Einmal das Übliche und ein Hoch auf die Gewohnheit. Einmal das Übliche, ein scheppernden Beat. So wie ein freier, radikaler Rapper ihn liebt. Einer mit einem T-T-Bit-T-Boom-T-Boom-Klack, der dich obenrum streichelt, aber untenrum packt. Bei dir sind die Reime alt, aber die Klamotten neu. Ich bleib lieber Multigam, also mein Marotten treuer. Dafür gewöhnlich pflege ich jede kleine Marke, denn es kann nur schöner werden, wie das Leder meiner Jacke, wie die Knie meiner Buchse, wie die Sohle meiner Timbos. Das gleiche in Grün, für die Mode sei das sinnlos. Ja, nenn es Rituale, nenn es Aberglaube, nenn es wieder typisch, was ich mir gerade erlaube. Doch so bleibt mir ja der ganze Kram erspart. Ich brauch auch keinen neuen Kanzlerkandidat. Alles beim Alten, die Tradition hat schon Zeit. Einmal das Übliche und ein Hoch auf die Gewohnheit. Dendemann und die Freie Radikale!